In der letzten Episode. Ach, da hat er uns wieder erwischt. An den Fuß, du Penner. Ist zu. Ach, ich hasse diese Dinger. Mensch, willst du mal aufhören, du Penner? Junge. Oh. Vielleicht kommen wir ja so rüber. Hm, Junge. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei Generation Zero in der Folge 111. Ja, wir sind erstmal im Menü noch, weil, ja, Alpine Unrest ist jetzt da. Und hier steht noch, ist hier. Ich meine, eigentlich habe ich es gekauft und es installiert und runtergeladen und keine Ahnung. Und auch der erste Patch ist schon tatsächlich heute eingetrudelt. Der ist jetzt auch schon ganz heiß installiert. Und ja, hier sieht man schon die neuen, die haben so ein bisschen so giftgrün aufgesetzte entsprechende Equipment. Und das ist wohl ein bisschen heftiger, als man das gewohnt ist. Tunnel Red, was? Ein Achievement. Ein Achievement, Moment, ich schau mal gerade, was es bedeutet. Was heißt ein Tunnel Red? Discover 5 Bunkers. Ah ja, okay, gut, sehr schön. Finde die Redo Wissenings Kanzli Öst und begib dich dort. Was? Was taucht denn hier schon wieder für Missionen auf? Ja, das ist natürlich jetzt das Update da und dementsprechend was? Nicht allein. Ach, das ist jetzt, okay, das ist jetzt die Hauptmission von dem DLC. Endlich hast du Beweise dafür, dass es noch andere Überlebende gibt. Nördlich der Industrieanlage Iga in der Waldregion befindet sich ein Konvoi, das die schwedische Armee unmittelbar nach der Katastrophe entsendet hatte. Dort hat ein Computerterminal eine Funkbotschaft empfangen, in der Anita Sjögren sich in Dauerschleife an Überlebende wandte. Sie scheint sich mit einer kleinen Gruppe auf Himfjell aufzuhalten, einer Skiurlaubsinsel östlich von Österwig. Ihre Gruppe will zwischen der Insel und dem Festland eine improvisierte Fähre einrichten. Finde den Militärkonvoi nördlich der Industrieanlage Iga. Und dann gibt es hier die Sand im Getriebe. Ort Bergregion. Finde die Redo Wissenings Kanzli Öst und begib dich dorthin, indem du die Textionpassing verbrannt fachtest. Was? Entschuldigung, ich muss jetzt mal meine Maus langsam machen. Was ist denn hier los? Ja, also das Update, was jetzt kam, hatte wohl auch extrem viele Bugs dabei. Ja, es sieht man auch, die Insel sieht jetzt schon ein bisschen anders aus. Was ist denn los? Naja, schön. Na Junge. Was ist mit dir eigentlich? Ja, die kannst du mal hergeben. Die werden wir jetzt gleich mal einsetzen wahrscheinlich. Was immer du auch hier drinnen machst, Junge. Wärst doch gar nicht hier hinein. Oh ja, das ist ja geil. Ah ja, schön. Okay, ich glaube, hier ist jetzt so ziemlich alles explodiert, was zu explodieren war. Inklusive uns. Warte mal, ich soll mal ein ganz großes nehmen. Damit wir da mal etwas sauberer werden. Okay, wir haben... Warte mal, ich... Ach du Schande. Ja, ich sollte mal kurz warten, bis das Gas hier alle ist. Sonst komme ich nie an die Plündra ran. Okay. Hä? Das ist auch ein Bug, dass die Runner verschwinden. Wenn sie down sind. Okay, wir haben wieder etwas Platz da drin. Das ist ja schön. Dann kann man ja da gleich mal was wegstapeln. Alter Schwede. Ansonsten, munitionstechnisch sieht eigentlich ganz okay aus. Ich sollte vielleicht erstmal gucken, dass ich hier noch was zusammenstapel. Ja, super. Das hat sich total viel geändert. Alter Schwede, ist das viel Zeug. Okay, geht hier noch was? Ein bisschen, nicht wirklich viel. Habe ich irgendwo auch 240? Ich lege erstmal das AP-Stapelchen da drauf. Dann können wir mal einen 240er FMJ-Stapel machen. Aber das ändert sich halt nicht viel. Ist alles verschwunden. Und das ist der Militärkonvoi. Der ist direkt hier vorne. Ja, es gab wieder 1000 Bug-Reports, alter Schwede. Ich habe schon gedacht, ob du das Spiel überhaupt anfasst. Ich habe den Speicherstand schon mal mir in eine ZIP-Datei gepackt und woanders hin kopiert. Damit mich da auf jeden Fall. Achso, deswegen hat es gerumst. Weil ja neuerdings Auto. Was ist. Ein Zöpfchen. Ja, das nehmen wir alles mal wieder mit auf. Alter Schwede, da geht's ja wieder gut zur Sache. Was ist das?
Noch mehr SPs. Huch. Ja, ja, komm mal her. Nee, die Möller. Hä? Der ist aber neu. Dazugekommen. Ah, die Lampe hat jetzt ein Tönchen dazu. Ein Pistmagazin, ja nö. Was sagen die? Die Adrenalinspritzen sind vollzählig. Sehr schön. Ja, Faustfeuerwaffen. Da haben wir aber, glaube ich, ein besseres drauf, oder? Auf der. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, ja. Schalten wir für Sturmgewehre. Was? Eine Gasmaske mit dem Plus? Okay. Ja. Und der erste Bugfix ist tatsächlich Hotfix, wie sie es so schön genannt haben. Diesmal mussten sie tatsächlich ranklotzen, weil es auch. Es gab viele, viele Spielabstürze, alter Schwede. Ja, da ist eine Kirche. Auf der anderen Seite. Und natürlich jede Menge Unholde. Also nach dem Motto, das musst du schon mitnehmen. Haben wir eigentlich davon was dabei? Nicht so wirklich viel. Sind die schon geladen? Okay, aber 8 Stück reichen, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wo der nächste Unterschlupf ist. Naja, hier liegt halt eine Tür. Ne, zumindest mal die. Wobei, ich glaube, ich werde die wieder ablegen. Ja, das ist zu viel, weil wenn wir 240 von der haben, das ist mehr als genug. Also wirklich wahrhaftig. Das sind aber die normalen militärischen, genau. Oh ja, geil. Was ist das? Die neue große, extra große Plündra. Wahrscheinlich schon. Ja. Das nehmen wir mit, genau. Granate ist immer zu gebrauchen. Was ist das? Achso, nee, gib mir mal die Waffe. Ist das eine goldene? Das Gegenteil. Das totale Gegenteil, geil. Ein Radio. Und das ist wohl die Fähre. Ah, zu einer Leine entlang, okay. Da kann aber keiner mehr kreuzen. Soll das Limo sein? Sah die früher echt so aus? Oh, geil. Endlich was zu essen, Junge. Guck mal. Gefrorene Äpfel. So, wir gucken erst nochmal, bevor wir da rüber wechseln. Außerdem muss ich, warte mal. Ich wurde etwas abgelenkt. Bergregion, das ist eine Hauptmission. Sand im Getriebe, echt? Nicht allein? Was? Nicht allein? Ist das eine Nebenmission oder was jetzt? Das ist ja eh die Waldregion. Halt, links ist ziehen. Hier ist ja die Bergregion. Was ist das denn? Eine Radarstation. Wieso hat die so? Ach, das soll Radar sein. Ich dachte erst, das wäre so eine Dartscheibe. Sand im Getriebe. Ach, das ist hier. In dieser Militäranlage. Okay. Die gibt's also nochmal neu. Aber das machen wir jetzt nicht, oder? Jetzt kommt erstmal die DLC dran. Das kann man dann immer noch machen, wenn der DLC fertig sein soll. Wird das überhaupt überlebt? Die sind anscheinend ziemlich heftig, die Maschinen. Wobei ich auch sagen muss, die Jungs von Avalanche, die sind ein bisschen hautraufmäßig unterwegs immer. Das nehmen wir auf jeden Fall alles mit. Die gehen immer ziemlich aggressiv voran, weil sie denken, die Leute hätten da keine Geduld, sich das anzuschauen. Was ich mir nicht vorstellen kann. Weil ich denke mal, selbst im Team wirst du da nicht einfach wie ein Haufen Vollidioten da losziehen und drauf los. Gib ihm! Okay. Haben wir den schon, den Jungen? Ach, das ist ein Sucher. Na, die kleinen Brennstoffzellen, die bringen nicht so wirklich viel. Aber sie machen hier ein bisschen Aua. Ja, das brauchen wir alles nicht, tatsächlich. Eine Klauka. Ist mal in grün. Immerhin. Immerhin. Hä? War die nicht vorher grün? Ach, das ist ein anderer Pier oder was? Nö. Bitte was? Die ändern also ihre Farben. Blorbel die Blorbel. So, nur. Was muss ich machen? Muss ich da drücken? Nö. Wie komme ich jetzt rüber? Muss ich aufs Seil klicken? Muss ich hier was ziehen? Okay. Gucken wir mal ins Log. Das ist schlau. Finde die Redo Wieslingskanzli Öst und begib dich dorthin. Okay, Moment. Wir verfolgen das mal. Ne, ist ja nicht allein. Ach, ist das diese? Ist das diese? Moment. Heißt, ach, die heißt nicht. Ah, das startet doch gar nicht. Ja, so sagt das doch. Oh, da kommen wir später nochmal wieder. Vielleicht ist sie dann blau bis dahin. Okay, wir gehen wieder in die Hocker. Es ist Nacht.
Ja, kurz nach Mitternacht. Gut, da müssen wir uns da erstmal was aneignen, okay. Sagt es doch. Ja, rechts unten seht ihr, dass die Anzahl, die du im Magazin hast, ein bisschen deutlicher hervorgehoben. Haben sie ein bisschen User Interface Verbesserung gemacht im rechten Bereich, rechten unteren Bereich. Ansonsten das andere sieht alles ganz normal aus. Es gibt weiterhin keine Sortier- und Funktionen in der Plündra. Wieso ist das jetzt verschwunden? Ich habe das doch verfolgt. Na gut, egal. Wir gehen einfach erstmal weiter. Und dann müssen wir uns halt erstmal das Missionchen mal holen. Wahrscheinlich. Ja, ich hoffe, das Spiel stürzt nicht ab. Das wäre nicht so geil. Wurde halt relativ häufig inzwischen berichtet. Und sie haben jetzt auch den Hotfix zumindest mal für die Missionen gemacht, dass halt die Missionsreihenfolge passt. Weil da gab es wohl einige, die geschrieben haben, dass die Missionen nicht getriggert haben oder sie wieder verloren haben. Vor allem halt im Multiplayer, da ist halt immer ziemlich viel, weil halt die einen vielleicht die Mission noch nicht haben, die anderen aber vielleicht schon. Ja, eigentlich gehen wir schon drauf zu. Das ist irgendwo da oben. Im Singleplayer ist das meistens nicht so dramatisch. Und dann gibt es wohl, weiß nicht, anscheinend ist das Spiel relativ stark, was RAM-Schreiben und so weiter angeht, nur unterwegs. Und da gibt es bei einigen halt Probleme mit dem RAM. Mit dem Arbeitsspeicher. Ja, beim Arbeitsspeicher sollte man eigentlich keine Kompromisse eingehen, meiner Meinung nach. Ruhig 10, 20 Euro mehr investieren und einen guten kaufen, anstatt da halt irgendwie so ein No-Name-Produkt. Meistens kann man das Geld noch eher im Prozessor sparen. Irgendwie schon. So, dann kommen wir mal wieder klassisch etwas von oben. Oh, tiefer Abgrund. War das Schleichen ja doch gar nicht so schlecht. Okay. Es scheint erstaunlich ruhig zu sein. Was kaum zu glauben ist, aber hey. Ja, bei den Update-Notizen zum November-Update fiel mir als erstes auf, also vor allem als einziges, die anderen habe ich mir jetzt nicht so gemerkt, das waren halt so Dinge, die mich jetzt eigentlich nicht so wirklich betroffen haben, dass die Ticks wieder in den Häusern spawnen. Das ist wirklich sehr lange her. Ich bin mir nicht sicher, setze das Feldterminal im Laster instant, okay. Ich bin mir nicht sicher, entweder war es im Juli oder im August. Seitdem sind die Scharwenzel und die Ticks draußen herum. Na jo. Da haben sie echt lang gebraucht, das zu fixen. Was ich nicht ganz verstehe, aber hey. Ist ja nicht so schlimm. Warum haben die hier entladen? Hier ist doch gar nichts. Tja, muss man nicht verstehen. Da nur die FMJ in grün, bitte. Wie das Auto. Waren die echt früher so krass grün, die Militärfahrzeuge. Ist ja schon ein bisschen lustig. Ja, das Medikit. Das können wir gleich drauf stapeln. Dann ist das wieder vollzählig. So. Dann hier nochmal gucken. Brauchen wir nicht. Und dann nehmen wir die SPs. Für die Elks, du Zare. Ja, dann gab es tatsächlich Leute, die gefragt haben im Stream nach einem besseren Magazin für die Elks, du Zare. Gott, nur. Ich heiße Anita Sjögren.
Du som hör det här ska veta att du inte är ensam. Vi är några stycken som har lyckats fly från Östertörn till ön Hinnfjäll. Det kryllar av rosthögar här också, men vi har hittat ett ställe där vi ligger lågt och är trygga. Och några av oss försöker laga en båt vid Lennarts marin så att fler kan komma hit. Ju fler desto starkare. Och just det. Ta med pixor. Die Skistiefel. Felddator DT89. Das ist lustig, es gab diese Flachbildschirme, gab es früher schon. Die sind gar nicht so super ultra neu. So, jetzt gucken wir ins Log. Für den Militärkommando begibt sich zu den Docks in Lennarts Marine. Gut, das kann man relativ einfach machen. Da springen wir einfach mal ganz schnell hin. Schnellreise. Waffen 2 von 2 inzwischen. Sehr schön. Huch, da ist ein Telefon. Die Leiche ist verschwunden. Ja, und es hat hier ziemlich geklirrt, als wir hier... Und da ist sie wieder da. So, wie ist denn das hier? Können wir da irgendwas noch entbehren? Vielleicht 4 hiervon. Und vielleicht 4 hiervon. Kann man die stapeln? Ne, die kann man nicht stapeln. Die kann man stapeln, aber da haben wir wahrscheinlich nichts auf Lager. Sieht nicht so aus. Okay. Ja. Bin mal gespannt. Können wir vielleicht dafür irgendwas einlagern? Ich denke, damit werden wir erstmal nicht arbeiten. Und das werde ich... Ach, müssen wir es mitnehmen? Ja, wir nehmen es mal mit. Okay, wir haben ein bisschen viele FMJs für die Elks. Du zahlst. Lagern wir nochmal alles ein und dann damit unser Inventar nicht überläuft. Das ist ja auch wichtig. So, packen wir das mit hier rüber. Okay, dann haben wir 16 Granaten für den Granatwerfer. So, da müssen wir hin. Jetzt sind wir da. Was, jetzt müssen wir dorthin. Wie ist der jetzt schon wieder? Log. Erkunde die Lagerhalle. Nisse, Björn, snälla svara, komm. Snälla svara, om ni hör det här, komm. Sprich ins Walkie-Talkie, alter Schwede. Geht's bitte noch lauter? Oh, mein Herz. Ich hab's halt relativ laut auf dem Ohr. Oh, welche Lättnad. Nee, in alle Fall, wem är det? Ah, hey. Skönt att höra någon annans röst, kan jag tänka mig. Jag heter Anita och jag tycker att vi ska hjälpa varandra. Men då måste du komma över till Hinnfjäll. Suche ein Rad für einen improvisierten Flaschenzug. Ein Fahrrad. Das haben wir ja. Wollen wir es in Blau nehmen, oder? Gut, ganz so deutlich hätten sie es jetzt nicht anzeigen müssen. Ja, ja. Gott sei Dank liegt hier noch eins. Hallo da. So du Björn? Eller Charlotte? Nisse? Vad är det som har hänt? Benny, det är väl uppenbart vad som har hänt. Helvete. Okej, du måste fixa båten själv. Ja, das Gezuppel ist auch noch da. Es ist wunderschön. Aber hey, wenigstens haben sie DLC geschafft. Immerhin. Auch wenn sie dabei das halbe Spiel zerschossen haben anscheinend. Gut, können wir die große Plündra noch mitnehmen? Ich dachte nur gerade, da vorne ist ein Roboter, aber ist nicht so. Fick du igång den? Bra. Det var Nisses idé så att fler kan ta sig över Hinnfjällsundet. Hur som helst, det här är vår nuvarande position. Nej. Nej, Anita. Det kan vara plundrare eller till och med något ännu värre. Som den där plutonen. Hjälp oss först, så kanske vi avslöjar vad vi är. Oh, wisst ihr was? Ja, dann leckt mich. Alte Scheiben. Oh. Tschüss. Ja, und sonst? Tja. Ganz da hinten die Lichter. Das Lichtermeer. Was ist das da? Senkrechte Lichter. Gehört das auch noch zu der Insel? Wahrscheinlich schon, oder? Nee. Das ist Östertörn wahrscheinlich. So, nur.
Es ist noch grün, okay, es fährt noch. Erwartet uns da was? Sieht nicht danach aus. Man könnte aber mal versuchen, ob man von hier aus den Schalter trifft. Moin. Ist es jetzt da? Anscheinend nicht. Okay. Hallo? Ah ja. Nee, nee, das geht nur einmal in eine Richtung und das war's dann. Aber ich glaube, da drüben ist schon irgendwo ein Unterschlupf angezeigt. Auf der Insel. Ja, das ist ziemlich viel, alter Schwede. Das ist wirklich ziemlich viel. Und ich nehme mal an, das sind wahrscheinlich Loipen hier. Das hier sind... Boah. Schön pixelig übrigens. Okay, das ist wahrscheinlich die Kirche. Und was ist das hier? Warum ist hier so ein Zaun? Okay, hier ist noch ein Pier. Dann hier Gehöfte, Gebäude, keine Ahnung. Noch ein Pier. Noch mehr Pierer. Hier geht es anscheinend auch noch rüber. Das ist wahrscheinlich der nächste DLC. Wird dann immer kleiner. Hallo? Es kommt, okay. Echt, wenn du im Menü bist, kommt das da nicht her. Kannst du mal, willst du mal was trinken? Hier ist eine Violette. Oh ja, guck mal, wie schön violett das ist. Oh ja. Nein, funktioniert nicht. Und so eine gefrorene Orange. Naja, schießt mal halt einfach durch. Jetzt hat alles in die Luft gehauen. Nur von diesen Gasflaschen, das ist krass. Außer der LKW, der ist sehr standhaft. Ah, da kommt's wieder. Sind das Matratzen oder was ist das? Das ist, oder ist das hier wieder so... Wie heißt das? Plantersjord oder so ähnlich? So, diesmal fahre ich aber mit. Hallo. Geht das jetzt wieder oder wie ist das hier? Hallo. Hey, komm. Hallo, Junge. Was ist denn damit? Kaputt. Tschüss, Welt. Und tschüss, Rivalen übrigens, ja. Wurde da haben wir bisher auch eh nur Level 1 Rivalen gehabt. Übrigens, das Icon oben, das zuppelt sehr, sehr schön. Aber du, kannst du dich eigentlich bewegen? Kannst du dich echt nicht bewegen hier? Himsundsbrüggern. Du får nog inte klara dig hela vägen hit i alla fall. Här på Himfjäll är vi välsignade med en mycket speciell sorts rosthög. De är självlysande och skjuter kemikalier omkring sig. Du kommer att märka att de är väldigt festliga. Roland sa tidigare att de hade blivit upptäckta av hundar i närheten av byn. De är säkert här omkring, så var försiktig. De här är ännu farligare än de på Östertörn. Okej, okay, sekunde. So, ich habe die Dialoge jetzt auf 40% von 100 auf 40% runter. Das ist ja, das hält sich im Kopf nicht aus, diese Lautstärke, alter Schwede. Ja, hier ist ein Unterschlupf tatsächlich, direkt. Okay. Und die haben alle nur diese... Na juhu. Einfaches Erste-Hilfe-Set. Das Fahrrad, da kommen wir wahrscheinlich nicht sehr weit. Was ist das? Revolver. Ja, da haben wir schon mal Waffe 1 von 1 und Ollens zerbröckeln Revolver. Radio, natürlich. Ich direkt starten hier. Was ist das? Zahnpasta. Ja, ist dieselbe wie drüben. Sehr schön. Ja, nee. Hier irgendwas? Nö. Nix. So, was ist jetzt das nächste? Nicht allein Hauptmission. Okay. Das ist der Unterschlupf. Waffe 1 von 1.
Geh ins nahegelegene Dorf Marksäthon. Gehen, nicht fahren. Dann sieht das Fahrrad so aus und schwebt in der Luft. Das will ja keiner. Gut, dann machen wir das mal. Ja, die haben auch ganz eigene Waffen. Hm. Ist natürlich sehr, sehr, ich nenne es mal interessant. Zuvorderst fände ich ja die Kirche erstmal interessant. Die brennt, ja. Es hat fast was von 90er Jahre hier, Black Metal Szene in Norwegen. Da waren ja einige Spinner dabei, die da Kirchen in Brand gesteckt haben. Vor allem Holzkirchen halt. Ich meine, ich höre jetzt selber auch relativ viel Black Metal und Death Metal und keine Ahnung. Kann ich aber trotzdem nicht gutheißen, weil da sind, glaube ich, auch einige sehr alte Kirchen draufgegangen. Das finde ich nicht so geil. Im Sinne von Kulturgut halt in die Richtung. Naja. Sei es wie es sei, hier brennt wieder eine. Da gucken wir auch gleich mal rein, sofern wir dürfen. Aber erstmal gehen wir hier hin. Und gucken, ob uns hier irgendwas über den Weg läuft. Zum Beispiel das da. Ja, klebende Dinger. Bringt das was? Vielleicht schon. Ist da irgendwas drin? Ja, irgendwo in der Ferne ist auch schon wieder eine, hallo, eine Relaisantenne, oder? Haben wir noch eine übersehen? Anscheinend. So, Mond, wo bist du überhaupt, hallo? Gar nicht, okay. Er ist versteckt. Wie schön hell. Noch ein Rucksack. Noch eine selbstklebende Notsignalfackel. Wahrscheinlich nicht ohne Grund. Ein Fußball. Ja, da pfeift es schon wieder rum. Wahrscheinlich auch so ein ewiges Feuer. Hm. Ja, man kann das Licht immer, es bringt außerdem nichts. Ein- und ausschalten, wenn man die Waffe gerade im Zoom hat. Es ist auf jeden Fall ausnahmsweise mal kein Unterschlupf. So. Was haben wir hier? Munition, die kein Mensch braucht. Hallo? Na gut, am Anfang war die schon sinnvoll, wo wir die Klauge hatten. Okay, da ist noch ein Rucksack. Ja. Machen wir auf. Ja, naja. Medikits kann man wahrscheinlich nicht genug haben. Geht's ja ein bisschen anders zur Sache. Die nehmen wir und die nehmen wir. Versuche natürlich erstmal nicht auf mich aufmerksam zu machen. Das ist ja irgendwo klar. Aber das kennt ihr ja inzwischen auch. So, hier irgendwas drin. Nö. Alles explodiert. Wir können aber die Tür noch betätigen. Okay. So. Ja, hier sieht es ja aus. Wo kommt das her? Die Kirche ist so intakt. Ja. Nix, okay. Da ist ein Rucksack. Ah, Lippenstift. Genau, wichtig. Wichtig. Gerade im Kampf. Immer von Vorteil.
Da ist noch ein Schuppen. Was ist das? Ein Sammelgegenstand, echt? Moment. Das war doch ein Blatt Papier. Wo waren das? Lok, Sammelgegenstände. Ach, es gibt doch viel mehr, echt. Charakterbiografien, Urlaubsfotos und Audioaufzeichnungen. Okay. Also gibt es 7 hiervon, okay. Ingrid Granqvist, verstorben. Vollständiger Name, Dr. Ingrid Yvonne Granqvist, geborene Wallström. Geburtsdatum und Ort, 6.7.32. Lilla Österwig. Berufsbetätigkeit, Neurobiologe, Forschung am Fuhr, geschwärzt, früher Professorin der Neurologie. Meldadresse Lilla Gore, Lilla. Verheiratet, 2 Kinder. Personennummer, Kontaktperson Bert Granqvist, der Ehemann, wesentliche Lebensstation, 1961, lernt auf einem Symposium Swante von Ulmer kennen. Die beiden werden bald enge Freunde und beginnen gemeinsam zu forschen. Mhm. Was haben die geforscht? Hm? Gut. Interessant. Gibt es also neue Sammelgegenstände? Das ist doch mal interessant. Da muss man noch genauer hinschauen. Ja, genau. Genauer hinschauen. Na, wobei die nicht. Da haben wir genug. Die nehme ich jetzt eher so die Fernsehausschaltwaffe. Huch. Schön. Wir stehen im in der Säule. Ist ja geil. Okay. Dann lass uns erstmal den Schuppen durchsuchen. Hier, ah ja, hier ist noch ein Ersatzkreuz. Kann ja nie genug haben. Gesangsbücher oder was? Was? Psalmbuchen. Ah ja, das Psalmbuch. Ein Schuss lag noch drin. Gehört natürlich zu so einer Kirche Standardausstattung, ganz klar. Panzerwehrensgewehr gehört in jede schwedische Kirche. Ja, dieser schöne beleuchtete Schatten. Rauch, sag ich natürlich. Gut, wir gucken mal erstmal nach oben, bevor wir weitergehen. Genau. Der Organist noch seine Munition versteckt. Wenn die Kritik an seinen Spielkünsten zu groß wird, dann wird er auch mal handgreiflich. Ich hab die Note getroffen, ich sag's dir. Gut. Das nächste wäre eigentlich da hinten. Ich guck gerade mal, wo wir eigentlich zulaufen. Ein wirrer Mix von Gebäuden. Okay. Na gut. Das klingt auch nicht sehr laut. Also sie haben wohl hier schon gut aufgeräumt und man trifft halt noch nicht wirklich viele Maschinen. Also herumlaufen. Den einen, der da an einem Pier war, aber das war es dann auch schon. Ja, hier steht wieder ein Panzer. Kann man leider nicht verwenden. Ja, davon nehmen wir gar nichts. Ich dachte schon, da stände schon ein Tank da oben. Nee, hier gibt es keine Maschinen. Außer um mich. Erledige Nummer, die Runner der Apokalypsenklasse in Marksäder 0 von 3. Gut. Jetzt gut gerumst, alter Schwede. Die Apokalypsenklasse. Wir bleiben weiterhin in der Duckung, weil es einfach gesünder ist. Oh ja, geil. Das nehmen wir mal mit. Für welche Munition wir das auch immer brauchen. Können sich ja einiges überlegen hier. Die Aushilfe war wieder da. Das hat aber nicht funktioniert. Vielleicht noch ein Sammelgegenstand. Was ist das? Sieht aus wie so eine Piste oder so. Ja, wir sind natürlich voll, das ist klar. Gib mir das mal. Na, das war schon voll. Ach du Schande, ernsthaft. Okay. Shit. Okay, dann fliegt mal die Autobatterie raus und das eine hiervon fliegt mal raus. Okay. Eine HP5, okay. Ja, aber ich verwende die nicht. Ich verwende die nicht. Was ist das wieder? Jetzt sind wir schon wieder voll. Nee, sind wir nicht.
Da sind wir vielleicht doch. Ja, leg die erstmal wieder ab. Ah, das ist AG5. Okay, alles klar. Nee, danke. Ich habe das schon mal abgelegt, aus gutem Grund. Okay, das nehmen wir uns natürlich alles. Das hier schon so zahlreich liegt. Ich weiß zwar nicht, warum die das nicht verwendet haben, aber funktioniert vielleicht nicht bei jedem. Tja, kommen wir jetzt eigentlich da rein? Nö, können wir immer noch nicht. AZJ691. Den hat es komplett zermöbelt. Da ist das Licht noch schnell angegangen. Brauchen wir nicht. Was? Da pritzelt es noch. Dann nehmen wir zumindest mal das. Okay. Kiosk. Noch ein Benzo. Ah, da kommen wir sogar rein, echt? Ich kann mir jetzt mal endlich was zu essen hier. Vielleicht weiß ich, hier. Packung Pommes. Ein bisschen rote Matsche. Ketchup. Senap. Alles im Original, ist keine Kopie. Geil. LKW voller Reifen. Also in voll, in Anführungsstrichen. Natürlich weit entfernt von voll. Dann nehmen wir das noch. Wobei ich denke, wir sind da echt gut gerüstet. Kriegt man das auf? Nö, kriegt man nicht. Okay. Dann gehen wir mal in die Richtung. Wo es da so schön herumzuppelt. Max Sätern. Ah, die. Die Urlaubshütten, wie cool. Also sehen die aber normalerweise nicht. Was ist das denn? Ach, das sind Skier. Ist das das neue? Na, hier kommen wir gar nicht rein, echt? Ja, ich weiß, dass wir in Max Sätern sind. Na, echt, gehen wir da nicht rein? Wo ist denn da der Eingang? Ach, da haben sie zu barrikadiert, okay. Ja, damit er da nicht rein, natürlich nicht reinkommt, ja, ja. Sonst müssten sie ja noch mehr Gebäude von innen zugänglich machen. So ein großes, ja, das nehmen wir mal. Wie sieht's eigentlich mit den. Mit denen sieht's gut aus. Ah ja, hier kommt man tatsächlich rein. Da ist nix, gut. Schöne Kappe, Junge. In Anführungsstrichen. Natürlich, komm mal da rein. Nö. Ah ja, da gibt es wieder diesen Handabdruck. Da drüben zuppelt es wieder. Ja. Zieht sich durch ganz Schweden, dieses zuppelnde Geräusch. Die Doppelstockbetten. Naja, die kann man so durchsuchen. Hervorragend. Tja, ist das der Björn? Hm? Oder ne, Benny hieß er. Was? Dreieckig, echt? Diese ganzen Hüte, Mann. Na, habt ihr ja gut gefeiert, Leute. Das muss man ja schon sagen. Sehr, sehr bunt. So viele Sicherungen für das Haus. Ernsthaft, wir sind übrigens wieder in Mark Sätern. Ah ja. Ah, da ist einiges drin. Nehmen... Hallo. Okay, der geht wahrscheinlich Skifahren, der Tank. Ein Flintenchoke, okay. Nö. Naja, da oben, da liegt einer. Die waren aber gut bewaffnet, das muss man echt sagen. Die waren echt gut bewaffnet. Ein Wohnwagen. Naja, es funktioniert immer noch so gut. Hervorragend. Das kannst du auch ausschalten. Ah ja, genau. Ich bin froh, dass sie da... Ich sehe schon die QA-Tester bei denen. Die sind echt extrem aktiv. Oh hey, mein neues Nummernschild. Keck 847. Und wieder in Mark Sätern. Eieiei, das ist ganz schön neblig. Das Klo. Ah ja, eine schwebende Flasche. Ah ja, funktioniert. Hallo? Ja, davon nehmen wir einfach nur die Brille. Genau. Ah, da kann man wieder aufmachen. Sehr schön. Mehrere Zugänge. Skaterschuhe rot-weiß.
Haben sie natürlich gleich ihre Poster aufgehangen. Weißt du, komm hier rein. Na jo. Komm hierher zum Skifahren und hängen erstmal ihre Poster auf. Wahrscheinlich auch ihre eigene Musikanlage mitgebracht. Wundern würde einen das nicht. Okay. Ja, Punkrock. Wir nehmen das einfach mal alles. Genau, das war das verriegelte Haus. Naja. Sehr weit seid ihr nicht gekommen. Ja, die können wir alle nicht nehmen. Dann nicht. Ich denke, dann haben wir wahrscheinlich auch genug. Was sagten die? 661. Von der einen Sorte. Von der FMJ-Sorte. Von der AP-Sorte sind es nochmal 480. Also haben wir über 1000 Schuss für allein das Gewehr. Gut, das heißt aber nichts. Nicht wirklich. Ja, dahinter ist wieder ein Rucksack wahrscheinlich. Nee, ein Koffer. Ernsthaft. Kann man das alles nehmen? Nö. Die Magnesiumfackeln sind voll. Naja, haben sie Schach gespielt. Was man halt macht so als coole Jungs. Seine Flüttarne-Kiste. Nö, das kann man nicht durchsuchen. Naja, kleines Kind dabei gehabt. Noch ein Koffer, okay. Der geht nach unten auf. Natürlich. Also wenn hier jetzt demnächst auch noch ein Flugzeug rumliegt, so eine Linienmaschine, dann gibt es aber sehr viel Ähnlichkeit mit anderen Spielen. Okay. Das sind alles so Dinge, die wir schon hatten. Ah, da sieht man aber nichts da oben. Naja, kommt man nicht rein, okay. Gut, jetzt muss ich mich kurz orientieren. Das ist hinter uns. Okay, dann guck mal doch da drüben in das Haus. War das schon abgegangen? Ne, haben wir nicht. Also sind echt viele, alter Schwede. Da wieder viel Häuser. Volksoffen hier. Ah, jetzt können wir sie nehmen. Ah, die sind der APs außerdem. Ah. Tür, die nach außen aufgeht, ist natürlich schon der Hammer. Wenn da jemand klingelt, macht die Tür zu schnell auf, schlägt sie voll ins Gesicht. Okay. Schlafzimmer sieht leer aus. Ich muss auch nach Sammelgegenständen schauen. Mhm. Fällt mir nur gerade ein, dass da ja sowas war. Ja, ich bleib trotzdem in der Hocke. Wir wollen ja hier nichts triggern. Nichts. Das triggern wir dann, wenn, dann wollen wir das selber triggern. Nicht nur, weil wir aufrecht stehen. Nö. Nö, danke. Waren das eigentlich Run oder Hunter, die mal plätten sollen? Hauptmission. Runner, okay. Ich habe auch schon gelesen, dass die wohl sehr interessante Bewegungen einstudiert haben, sag ich mal. Die passenden Skier zum Wohnwagen. Ja, aber so wirklich, wirklich was mit Briefkasten. Perselt. Ich kann mich nicht für einen Namen entscheiden. Ich nehme einfach eine Mixtur. Großes Bett. Sammelgegenstand irgendwo vielleicht. Sieht nicht so aus. Oh, hat er sein eigenes Bett. Mhm. Medikit im Waschbecken. So, da unten gibt es tatsächlich auch mal in Anführungsstrichen normale Gebäude. Die sind wahrscheinlich alle nicht begehbar. Hm. Zumindest das Druckluft. Ja, kannst du es benutzen? Wir haben unser eigenes, okay. Mal schauen, wie sehen die denn aus? Ah, da ist auch so ein, okay. Huch, was haben die denn? Ach, da ist die Energiezelle, okay. Gut. Getroffen.
Kommt er gerannt oder wie ist das jetzt? Ja, Tatsache. Mal gucken, wie lange die Aggro hält. Okay, das rote und das blaue Haus sind begehbar. Das grüne wahrscheinlich wieder nicht. Außer sie haben das mal behoben. Tiefer, oder? Nö. Ja, Junge, die Richtung stimmt. Hä? Oh, schön. Ich wollte gerade sagen, was ist denn los? Was könnte los sein? Er hat mit grüner Farbe geschossen. Geil, was zu essen, Junge. Warte mal, das Licht aus, Mensch. Giftgas-Idioten, na jo, das ist natürlich schon geil. Okay, gib mir mal die 2. Erstmal schauen, wo er ist. Da kommt, oder? Ja gut, funktioniert gut. Was macht der? Der steht dahinter, oder was? Ach, der steht drin, echt? Warum kann man eigentlich nicht durchschießen? Oh, habt ihr euer Spiel nicht getestet, ihr Vollidioten? Das kann doch nicht wahr sein. Dass man da unten nicht durch die... Mann. Also diese QA-Tester, die sind echt voll Trottel bei denen anscheinend. Es tut mir wirklich leid. Aber sowas würde ich doch als erstes mal testen. Dass ich, wenn ich dann Zaun habe, ob ich da unten drunter durchschießen kann. Das scheint wohl keine sonderliche große Herausforderung zu sein. Es regt mich schon auf, weil letzten Endes ist das ja kein gratis Ding, sondern man zahlt ja wirklich Geld für das Ding hier. Es ist nicht viel, okay. Das ist schon richtig, aber trotzdem hat man dafür was bezahlt. Gut. Such Roland im Café in Marksätern. Rate mal, wer wieder nicht da ist. Hm. Kannst du Gift nehmen. Ja, apropos, wie ist das hier? Da ist schon wieder sehr viel Munition eingesetzt. Ja, nicht wirklich. Kannst du davon aufstapeln, als war es falsche Waffe. Falsche Waffe! Das da. Passt es da drauf? Wisst ihr eigentlich schon. Genau. Hallo? Jetzt mach doch mal auf, Junge. Ja, genau. Die werden wir wahrscheinlich noch zahlreich brauchen hier. Was? Vukuhila strahlend rot. Der Hammer. Tja, Junge, ich würde sagen, dein Aluhut wirst wieder los. Waren wir hier drin gewesen? Nö. Doch. Doch waren wir, okay. Ah ne, du hast ja gar nicht mehr den Aluhut auf. Du hast ja jetzt hier diese... Was ist denn jetzt experimenteller Helm-Wald-Tarnung? Was? Oh ja, ist ja wunderschön. Was ist nur eigentlich ist ja noch dämlicher. Wo ist der Vukuhila? Hallo? Da. Ja, wir hatten den rot, aber den gab es nochmal in richtig rot. In strahlend rot. Genau. Was ist das eigentlich für... Moment. Ist das Gesicht oder was? Ach, das sind Kreolen. Oh ja, oh. Na, dann behalte halt deine Kreolen. Wenn du meinst, es ist schick. Wer bin ich, das zu beurteilen? Okay. Die Runner sind ja wahrscheinlich inzwischen verschwunden. Oh, schöner Felsen übrigens hier unten drunter. Ist das ein Unterschlupf? Nö. Ich bin Einsiedler. Krebs. Ein Revolver, jo. Das kannst du mir eigentlich alles geben. Ja, genau. Das nehmen wir, das nehmen wir nicht. Gut, dann nehmen wir nur das. Alles klar. Müssen wir den Revolver aufnehmen? Müssen wir das unbedingt? Ich glaube ja nicht. Ja, wenn es ein goldener ist.
Wer weiß das schon, hm? Ne, ist ein blauer, okay. Gut. Gut, das war sozusagen die Bekanntmachung. Okay, hör zu. Das ist hier was anderes als dort. Und sie nennen sie hier Toaster. Lustigerweise. Ja, die können wir leider nicht aufnehmen. Nicht genug Platz. Ja, die Häuser müssen wir auch noch begehen. Vielleicht machen wir das zuerst, ja. Ich meine, der Roland wird ja wahrscheinlich nicht wegrennen, wenn er überhaupt da ist. Wir kennen das ja schon. Du hast zwar dann deine, vielleicht deine Interaktion, aber es ist trotzdem keiner da. Ja. Das Layout kennt man natürlich von den Häusern. Tja, was ich hoffe zu finden, hauptsächlich FMJ-Munition. Vielleicht auch, ja, Sammelgegenstände. Hm? Da gibt es ja auch sowas. Vielleicht hier drin? Nö. Das brauchen wir. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt hier zur Anwendung kommt. Wahrscheinlich nicht. Okay, hier spissen sie. Ja, das nehmen wir. Oben ist noch eine Kiste. Ja. Also die, wobei die APs, können wir die, passt die noch rein? Ja, die passen tatsächlich noch rein. Gut. Da haben wir nämlich einen neuen... Ja, da hagelt er sich immer fest. Nee, 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 ich bleib jetzt an der Tür. Und wir sind wieder in Mark Sädern. Wir waren echt lange weg. Ach, der Tank ist jetzt da unten, oder was? Hm. Okay, mach erstmal auf. Okay. Ja, da hinten ist was unterwegs. Zielfernrohr für Gewehre violett. Warte mal, wir nehmen das mal auf. Ne, wir nehmen es nicht auf, weil wir einfach zu viel Zeug haben. Ja, komm, leg das ab. Wir haben eigentlich auch genügend Medikits. Wenn es halt zu knapp wird, dann muss man halt nochmal die Plünderer ran. Okay, 6 bis 12. War das nicht das, was wir auch hier hatten? Ne, das waren 4 bis 8. Das 6 bis 12 war auf dem Panzerwehrensgewehr. Da haben wir ein goldenes. Okay, alles klar. Ja, man sieht das hier halt leider nicht. Das steht hier halt auch nirgendwo dran, was das für einen Zustand hat. Also ich finde, in der Richtung müssen sie dringend noch das verbessern. Das User Interface. Weil so ist das natürlich nicht so geil. Okay, hier ist nichts. Gott. Wenn du das jedes Mal abknöppeln musst. Okay, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob der Tank auf Patrouille. Achso, das ist der, den wir abgeknallt haben. Ah ja, die sind so blau-gelb, so Schwedenfarben sozusagen. Nee, das ist alles nix. Okay. Stand im Haus. Tja. Da stand er gut. Nee, nee, das hat niemand gehört. Ist das von uns? Ah ja, tatsächlich. Eigentlich funktioniert das zwar so nicht, aber hey. Dann müsste das Fenster ja genau in 90, also im rechten Winkel zu uns stehen. Hallo? Bitte aufmachen. Sehr schön, dann machen wir es einfach so in der nächsten Folge. Gehen wir da runter. Ich weiß nicht, ob der Tank auf Durchreise ist oder ob er hier dazugehört. Ich sag mal so, zur Not muss man das eventuell herausfinden. Wir sind jetzt hier mittendrin. Wieso? Ach so, wir sind schon durchgelaufen. Ne, wir müssen wieder zurück, was? Moment mal. So, Roland im Café. Hä? Moment mal. Das zeigt aber nach Süden. Ach so, und dann ist er hinter uns. Okay. Na gut. Das werden wir dann rausfinden. Sehr schön. Da sind wir jetzt auf wie heißt das? Himfjell. Und, ja. Das geht hier ein bisschen anders zur Sache. Diesen Giftschaden, das ist natürlich dann schon eine andere Baustelle. Gerade, wenn es halt darum geht, dann auch schnell noch deine Medikits zu nehmen, dass das halt das wieder ausgleicht und dann zu gucken und dann auch weiterhin zu kämpfen. Ei, ei, ei.
Ich bin mal gespannt, was der Tank noch so auf Lager hat. Sicherlich noch ein bisschen härteres als nur so Giftspritzen. Sehr schön. Danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.